Anmoderationstechnisch glaube ich, mache ich einfach so eine Art kleines Pre-Intro. 50 Spieler, eine Map, eine Richtung, 90 Minuten ultra, ultra Hardcore. Verlierst du ein Herz, wird es für immer wegbleiben. Stirbst du, bist du aus der Runde raus. Gewonnen hast du, wenn du die weiteste Distanz in dieser Runde zurückgelegt hast. Es wird eine Runde voller Dramatik. Oh mein Gott, ist der toxic! Spannung. Ich scheiß auf mein Boot, ich scheiß auf mein Boot. Hoffentlich wird es keine Fehlentscheidung gewesen sein. Und Fails. Der unnötigste und wirklich so unbefriedigend. Viel Spaß bei der zweiten Runde des Deathruns. Abonniert diesen Kanal. Boah, Freunde, es wird Zeit, dass ich mal zeige, dass ich das auch gut kann. 90 Minuten komplette Konzentration. Wer die weiteste Distanz zurückgelegt hat, gewinnt alles. Uff, guck mal hier, das bin ich. Wir spielen diesmal mit 50 Spielern. 30 Minuten zum letzten Deathrun raufgepackt. Es gibt verschiedene Taktiken. Den Entspannten, der von hinten versucht, das Feld aufzuräumen. Den Rusher, der versucht, auf Ach und Krach, egal ob er Herzen verliert, einfach vorne an der Spitze zu bleiben. Und was wir heute machen werden, wird eine entspannte Balance aus diesen beiden Taktiken sein. Denn wir werden erst einmal versuchen müssen, keine unnötigen Herzen zu verlieren. Denn das ist das Wichtigste. Denn wir spielen ultra, ultra Hardcore. Ganz wichtig, nicht ultra Hardcore, sondern ultra, ultra Hardcore. Ein Herz, einmal weg. Es ist für immer weg. Und das Erste, was ich höre, ist halt wirklich, wie Leute Leben verlieren. Wir sehen rechts im Scoreboard die zurückgelegte Distanz und die Top 15 der 50 Spieler. Zusätzlich ist auch nochmal zu sagen, dass PvP aus ist, genauso auch wie der Nether. Das bedeutet, wir können nicht über den Nether zum Beispiel traveln und so halt Blöcke gut machen. Und wir können auch nicht über PvP jetzt andere Gegner ausschalten. Mein Sneaken ist nicht auf der richtigen Taste. Ich muss das fixen. Erklärt mir das mal jemand, warum kann ich in der 1.15 nie sneaken? Das hatten wir letzte Mal schon. War das damals auch in der 1.15? Ja, damit haben wir unsere Top-Position schon wieder verspielt. Was ist denn das hier? So auf illegal mitnehmen. Und Junge, guck mal hier diese Geier an, wie sie versuchen, auf Krampf in ein Boot mit reinzukommen. Ja, Jungs, das war nicht die schlauste Taktik, sich kein Boot am Anfang gemacht zu haben. Guck mal. Oder sie sind in Booten und... Achso. Mal gucken, wann die ersten Leute rausfliegen. Wir sind aktuell auf Rang 15 von 50. Da sieht man mich auch kurz im Scoreboard. Essenstechnisch... Oh, okay, da ist der erste tot. Und essenstechnisch haben wir aktuell auch noch nichts am Start. Und darum wird es dann auch später gehen. Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwann eine kleine Rastzeit einlegen oder reinholen, in der wir uns darum kümmern, ein wenig Essen ranzuholen oder ein paar Tools. Eventuell ist auch eine Taktik, auf Rüstung zu gehen. Man darf ja nicht vergessen, Rüstung kann dich vor, sag ich mal, hohen Schaden retten, wenn dich halt wirklich mal vielleicht ein Mob angreifen sollte, dann ist das eventuell eine kleine Rettung. Wir sehen, dass die ersten Leute die 1500er-Marke geknackt haben. Wir selber jetzt die 1400er. Das bedeutet, wir sind knapp 100 Blöcke hinter Platz 1. Dementsprechend ist das Feld noch relativ dicht besiedelt. Wir sind auf Rang 10 auf einmal. Guck mal hier, wie es losgeht. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Platz wir beim ersten Speedrun, Deathrun damals belegt haben. Ich weiß noch, dass Hetzlugo gewonnen hatte. Aber wir gerade auf einem strammen Marsch, ne? Also so läuft es so, nicht anders. Ihr könnt ja jetzt mal in den Kommentaren schätzen, wie viele Leute eurer Meinung nach am Ende noch leben werden. Was schätzt ihr? Oh, Platz 3? Freunde, ich glaube, ich habe gut gefrühstückt. Ich bin heute ein bisschen schneller unterwegs. Ich überlege halt, ist es jetzt vielleicht schlau, gleich den nächsten Baum mitzunehmen und dann tatsächlich vielleicht mal ein bisschen Essen ranzubekommen? Fahr Boot, wenn du kannst. Ja, aber eigentlich auch nur... Ja, so gut, jetzt auf so eine kurzen Strecken macht es schon Sinn, weil wir sind so halt auf jeden Fall schneller. Aber, boah, ich will gerade meine Top-3-Platzierung noch nicht aufgeben, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen greedy drauf bin. So lange wie möglich hier vorne zu bleiben. Aber eventuell würde es mir ja dann später noch einen Vorteil geben. Oder was halt auch Sinn machen würde, wäre Eisen. Weil dann könnte ich mir das auch relativ vereinfachen, Tools ranzuholen. Dann müsste ich nicht am Anfang erst eine Holzspitzhacke machen und dann auf Stein gehen und immer so weiter. Sondern kann mir direkt dort vorne dieses Wrack holen. Oh, jetzt wird es halt schwierig. Nehme ich das Boot mit? Ich nehme das Boot mit. Oh, ich glaube, das war stark. Ich glaube, 19 Eisen ist halt wirklich top. Ich bin dadurch jetzt nicht mehr Platz 3, aber wir haben nicht so viel Zeit verschenkt. Es war worth. Es war Real Talk. Es war, glaube ich, ein guter Trade. Wir werden uns damit auf jeden Fall ein Schild machen, denn ein Schild kann uns auch in vielen Situationen schon helfen. Wir werden uns ein Schwert machen, Spitzhacke, Axt. Oh, da ist einer auch... Ja, das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm, da jetzt auf die Kiste zu gehen. Wassereimer. Oh mein Gott, ist auch ein guter Call. Mit einem Wassereimer können wir riskanter spielen, aber wenn ein MLG auch mal in die Hose geht... Ah, das ist dann nicht so lustig. Ich glaube, wir werden jetzt mal gleich, weil es jetzt auch gerade dunkel wird, gleich mal die erste Pause einlegen und tatsächlich uns ganz kurz Equipment machen. Alright, come on. Geht noch. Ah, wir haben den Eimer vergessen.
geht. Komm, ich mach mir auch eine Hose. Nee, ich mach mir Schuhe, weil ich ein FNS brauche. Okay, Schuhe bringen mir jetzt tatsächlich nicht so viel. Aber ihr seht, die Konkurrenz ist schon in meinem Nacken. Oh, 500 Blöcke auf Platz 1. Das ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Aber guck mal, da sehen wir schon den verzweifelten Amigo, der vielleicht Essen sucht. Und was sehe ich da? Nur ein Steinschwert? Das wäre mir schon ein bisschen peinlich. Also ohne Eisen-Equipment würde ich hier gar nicht mitspielen. Oh, das tut gerade richtig weh. Vor allem, das ist so Karma. Ich habe den Typen gerade ausgelacht dafür, dass er Steintools hat. Was habe ich? Mit meiner Hand abgebaut. Ah, ich weiß nicht. Also, es wird schwer. Man darf nicht vergessen, wir sind immer noch mehr oder weniger am Anfang des Runs. Wenn Leute Schaden bekommen und einfach halt sterben und die sind vor uns, da haben wir auch Plätze wieder gut gemacht. Ich muss aber sagen, also abgesehen von den einem Typen, der mir gerade in die Augen sticht mit anderthalb Herzen, verliert kaum einer gerade Herzen. Also die Leute spielen generell vorsichtiger. Ich kann mich noch an den ersten Deathrun erinnern, in dem halt Leute losgelaufen sind und so viele Herzen Schaden bekommen haben. Also, wir haben uns zurückgekämpft auf Platz 6, ganz souverän, so wie man ihn kennt. Ich versuche mich auch einfach mal darauf zu konzentrieren, dass ich halt wirklich in einer geraden Linie laufe, weil dann ist es am Ende halt die kürzeste Distanz. Oh, der Fallschaden. Das höre ich doch gerne bei meinen Kollegen. Erster Tod. Es sind schon ein paar Leute gestorben, aber die Leute sind auf jeden Fall vorsichtiger unterwegs und haben auf jeden Fall gelernt, wie man einen Deathrun richtig spielt. Kollege, ich habe keine Eisensachen, ist auch noch vor mir. So, zwischen Update, wir sind bei 7000 Blöcken jetzt mittlerweile und ihr seht, wenn ich Tab drücke, da sind schon immer mehr graue Herzen. Also die ersten sind schon gestorben, ich denke, die nächsten werden bald folgen. Wir sind halt noch nicht mal bei der Hälfte der Zeit. Dementsprechend, es wird, denke ich mal, noch eine interessante Sache. Vielleicht kommen wir auch zurück in die Top 3. Es sind halt ein bisschen mehr als 200 Blöcke. Ist auf jeden Fall machbar. Und jetzt kommt auch die Nacht. Und wenn ich mir das so angucke, bin ich einer der wenigen, der ein Schild hat. Und was so ein Schild noch für einen riesen Vorteil dir bringen kann, werden wir spätestens auch nochmal sehen. Ja, aber merkwürdig ist es auch bei mir, dass ich keinen Hunger bekomme. Aber Banco kann... Also, was für Gründe könnte es denn geben, warum ich keinen Hunger bekomme? Weil, also... Yo, was ist denn das jetzt? Ja, hä? Mann, Banco... Wenn, gib mir doch bitte richtigen Hunger. Junge, du kannst mir doch jetzt nicht einfach... Egal. Danke. Junge, es haben mich alle überholt. Junge, wenn ich die drei Atzen da sehe, ne? Junge, noch nie so angespannt bei einem MLG. So, 8000 Blöcke Marke wurde auch bereits geknackt und wir sind passenderweise auf Platz 8. Spektakuläres ist jetzt nicht wirklich passiert, außer dass ich, ja, ich weiß, ich dumme Entscheidungen treffe, dass ich halt vielleicht gerade die höchsten Berge gerade hochlaufe in einem Spielmodus, in dem es darum geht, ja, schnell weite Distanzen zurückzulegen. Ich sollte mich lieber aufs Laufen konzentrieren. Boah, ich muss hoffen, dass sie da vorne, weiß ich nicht, was für Probleme bekommen. Ich möchte... Ich möchte auf jeden Fall eigentlich vorne in der Top 5 oder Top 3 am liebsten halt schon mitspielen. Es geht mir gar nicht darum, das hier Ganze zu gewinnen. Also wäre natürlich schon krass. Aber, okay. By the way, die Mobs werden halt einem erst so spät angezeigt. So können wir Lags verringern. Was ganz praktisch ist, es sterben auch mittlerweile immer mehr Leute. Wir sind mittlerweile wieder zurückgekämpft auf Platz 6, kurz bevor wir die 9... Warum kriege ich denn jetzt gerade so Probleme mit Mobs? Hallo? Womit habe ich das verdient? Der unnötigste und wirklich, also das ist so unbefriedigend, jetzt mit diesen 9,5 Herzen jetzt hier rum zu traveln. Ich muss gar nicht so tun, ein halbes Herz tut nicht weh. Aber es ist schon übertrieben unsatisfying, dieses olle halbe Herz dort unten jetzt sehen zu müssen. Ich sag so, wir haben 9000 Blöcke auf jeden Fall hinbekommen, ohne ein einziges Mal Schaden zu bekommen. Dafür habe ich auf jeden Fall schon mal einen Clap verdient. Also da habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Respekt verdient. Also das mach erstmal nach, ne? Also wir sehen... Rexy holt die 10.000 Blockmarke nach wie vielen Minuten? Oh, wir sind 30 Minuten drin. Das heißt, vielleicht wird ja heute die 30.000er Marke geknackt. Das wäre auf jeden Fall sehr krass. Wir sind der sechste Spieler, der auf die Fünfstelligkeit drauf zugesteuert ist. Und damit kann man auch auf jeden Fall zufrieden sein. Wir sind immerhin von 50 Leuten Platz 6 geworden nach halt knapp 30 Minuten. Warum nicht? Wie viele Leute leben noch? Oha, was ist denn hier passiert? Also manche humpeln aber auch auf einem Herzen, ne? Das ist auch krass. So, Aslak, ich meine, dass dein Schuh offen ist.
Oh, da ist einer nervös. Guck mal, wie nervös der ist. Aslak, for real, dein Schuh ist offen. Aslak, du könntest jetzt hier einen lustigen Joke fördern. Verzeihung, ist hier ganz kurz Platz? Ich müsste mal hier ganz kurz an ihnen vor... Bei, Bruder, friss meinen Staub. Ich bin sowas von weg. Junge, soll ich mal richtig toxic sein? Der PvP-Spieler. Der war schon ein bisschen gemein. Oh, da ist er aber auch komplett. Ey, wirklich, für einen Blödmann. Von allen Beleidigungen, die du dir raussuchen kannst, suchst du eins, aus 8 Buchstaben bestehend. Freunde, Platz 4, die Top 3, sie schreit nach mir, aber was auch nach mir schreit, ist tatsächlich der Hunger. Und wir sind gerade in einer Wüste und die Wahrscheinlichkeit, jetzt was Essbares zu finden. Lol. Oh Gott, bitte nicht. Also. Egal, ich suche mir etwas anderes zu essen. Ich habe dafür jetzt gerade keine Zeit und keine Nerven. Oh mein Gott. Das ist so ein schönes Geschenk. Junge, jetzt ist der hier... Ist das Karma? Nein, oder? Also, ihr seht mittlerweile, sind alle in der Top 15 in der Fünfstelligkeit angekommen. Wir sind aktuell auf Rang 4. Ich bin super zufrieden mit der Performance. Oh, ich will dich nicht nervös machen, Platz 3, ne? Aber mit 4 Herzen... Habe ich mehr als das Doppelte als du. Also ich will dich da jetzt gar nicht unter Druck setzen, aber das kann auf jeden Fall noch ein bisschen eklig werden. Bis wir dann einfach unsere Bowlingbahn im Keller hatten. King. Wirklich King-Aktie. Sag mal, ich habe gerade nicht wirklich an einer Liane. Es tut so weh, so unnötig Schaden zu bekommen. Oh mein Gott, ich sehe gerade einen Spieler vor mir, Leute. Jetzt heißt es Turbo anwerfen. Also Top 3, Bronze, ist schon mal gesichert. So gefällt mir das. Also da gehöre ich auch mehr oder weniger nach der Performance auch hin. Du warst eben noch 300 Blöcke hinter Platz 3, jetzt 300 hinter Platz 2. Fabsi, du bist ein Motivator, ne? So, du weißt, wie es funktioniert. Stimmt. Nee, wobei? Ja doch, hä? Lol, wir sind 300 Blöcke hinter Platz 1. Leute, die Letzten werden die Ersten sein. Ich tue so, als wenn ich voll in Platz 50 gewesen wäre, aber... Junge, hä, WTF? Veto, Rexy, eure Schuhe sind offen. Oh, hinter mir ist einer. Oh. Junge, der frisst ungebratenes Fleisch. Weißt du, Bruder, Salmonellen, ne? Das ist übertrieben ungesund für deinen Magen. Aber just saying, du musst wissen, was du mit deinem Körper machst. Oha, nee, von wo kommst du denn jetzt? Wer bist du? Oh nein, der Absturz auf Platz 5. Okay, es wird hier hinten auf jeden Fall nochmal, also hier gerade in unserer Konstellation, wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Ich darf mich jetzt nicht zu sehr darauf versteifen, Essen mitzunehmen. 14.000 Blöcke gelaufen. Was will denn jetzt dieser Luki auf einmal? Aus dem Nichts kommt der Luki. Du hast hier vorne nicht zu suchen. Das gefällt mir nicht. Ich hatte jetzt hier gerade meinen Zweikampf. Jetzt nochmal mit dem Boot. Wir sind relativ früh im Boot. Warte mal, er ist gestorben. Er ist gestorben. Ach, Luke. Also, du bist aktuell noch im Scoreboard, sagen wir es so, ne? Aber so nicht. Und jetzt 15.000 Blöcke sind geknackt und wir sind jetzt bei der Hälfte. 30.000 Blöcke sind drin. Wir müssen auf die Fehler der anderen hoffen. Veto hat 5 Herzen nur noch. Wir haben 9. Und Rexy hat, ja, immer noch 6,5 Herzen. Rexy ist relativ gut unterwegs, was auf jeden Fall die Sparsamkeit der Herzen angeht. Aber Veto mit 5 Herzen schon ein bisschen gefährlich. Mal gucken, wie wir uns weiterhin anstellen werden. So, jetzt nochmal ein gewagter Sprung. Jeder hat gezittert. Ah! Oh, das tut richtig weh. Ah, mein Bein. Aua. Ah! Boah, Leute, jetzt bloß nicht am Ende noch sterben. Ist egal, wie viele Herzen wir am Ende haben. Aber, Junge, ich muss mich wieder fokussieren, konzentrieren. Was mache ich? Ey, real talk. Wir haben fast 100 Blöcke daran jetzt gerade verschenkt. Das kann leider nicht ins Video reingeblendet werden, weil da war halt Copyright-Musik im Hintergrund. Wir müssen aber gleich nochmal einen kurzen Boxstopp wegen Essen machen. Hä, was? 5 Herzen. Okay, ich habe echt schon, also ich habe das schon echt souveräner gespielt, ne? Aber der Zombie, der war aber auch gefühlt davor Unsichtbarkeitspotion, ne? Real talk. Oh, okay, 60 Minuten. Wir sind noch nicht ganz bei 20.000, also Mission 30k wird eventuell ein bisschen schwierig, aber jetzt nochmal hoffen. Wird Veto 3 Herzen nochmal in den letzten 30 Minuten verlieren? Wird es eventuell nochmal für uns möglich, tatsächlich auf Platz 1 vorzustoßen? Was slain by Phantom? Junge, es gibt Phantoms und ihr... Oh mein Gott, also ganz kurz. Wie viele Leute sind noch am Leben? Jetzt nach 60 Minuten 20.
Es sind 30 Leute nach 60 Minuten gestorben. Mehr als die Hälfte. Die Leute, die hier noch am Leben sind, sind die Elite. 20 Spieler, die um den Preis kämpfen. Die darum kämpfen, im Scoreboard zu stehen. Weil wer bei 20 Leuten nicht im Scoreboard steht, ist halt echt ein Opfer. Spaß, nein. So, 21.000 Blöcke wurden geknackt. Wir sind knapp 200 Blöcke hinter Platz 2. Junge, guck mal, Aslak ist einfach Platz 15, obwohl er halt schon Ewigkeiten tot ist. Ich glaube, jetzt ist die Ocean Timer wieder vorbei. Die sind auch auf dem Land. Stimmt. Okay, 3 Steaks. Super lecker. Lecker. Okay. Oh. Was? Vito auf einem Herzen. Rexy auf 4,5. 80 Blöcke. 70 Blöcke. Wie lange noch? Wie lange noch? Banco, sag mir, wie lange noch? 12 Minuten. Oh mein Gott, er ist genauso ein Psycho wie ich. Oh, er ist besser als ich. Nein. Es sind nur noch 50 Blöcke. Ey, Bruder, es ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel. Okay, wir sparen uns durch das Boot fahren. Das Stehenbleiben fürs Essen. 10 Blöcke. 9 Minuten. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Kann Rexy eventuell noch sterben? 3,5 Herzen. Nee, der macht das zu souverän. Oh mein Gott, er hat uns wieder. Er hat uns wieder zurück. Okay, sorry, ich muss full Fokus bleiben. Oh mein Gott, es ist halt... Digga, dass dieser Spielmodus so spannend sein kann. 7 Minuten. Boah, Veto, kannst du nicht einfach in so einen Busch reinlaufen? Achso, ey, warte mal, im Scoreboard bin ich vor ihm. Aber er ist... Ja, Veto, tut mir leid, ne? Liegt an der Startposition. Oh mein Gott, Rexy, guck mal, wo Rexy ist. Guck mal, wo Rexy ist. Digga, was ist denn das hier gerade? Guck mal, da oben ist Rexy. Da oben ist Rexy. Oh mein Gott, wer ist er? Bruder, ich kann nicht mehr reden. Es tut mir leid, ich muss gerade einfach die Schnauze halten. Wie lange noch? Wie lange noch? Bitte, kann es einfach zu Ende sein? Kann es bitte einfach zu Ende sein? Kann es bitte einfach zu Ende sein? Wir brauchen noch einmal Essen. Brauchen wir noch einmal Essen? 4 Minuten, 4 Minuten. Wir haben die 30k, by the way, auch geknackt. 3 Minuten. Oha, was können die denn dafür? Er ist 5 Blöcke hinter mir, ich muss essen. Zwei Minuten. Ey, ich will einfach, dass diese Zeit vorbei ist. Ich will einfach diese Zeit vorbei haben. Boah, Veto, wehe. Ich scheiß auf mein Boot, ich scheiß auf mein Boot. Einfach durch. Hoffentlich wird es keine Fehlentscheidung gewesen sein. Junge, ich hab kein... Oh mein Gott, ist der... Toxic! Aber eigentlich ganz schlau, weil es war kein wirkliches IPVP, weil er mich ja damit nicht töten kann. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Rexy ist 20 Blöcke hinter mir. 31.000 Blöcke. Das kann uns keiner nehmen. 15 Sekunden. Rexy, 20 Blöcke hinter mir. 10. Oh mein... 3, 2, 1... Boots, Jungs! Und so nicht anders, Mann! Ey, war das knapp, Junge. Das waren 5 Blöcke oder so am Ende. GG. Ich war vor dir. Veto, du warst die ganze Zeit vor mir. Aber ich war weiter im Scoreboard vor dir. Ja, Veto, du warst die ganze Zeit immer vor mir. Aber ich hatte eine, also das lag an der Dings, an der Startposition. Ja, so nochmal zur Erklärung. Banco, kannst du das im Chat kurz erklären? Es wird nicht die Koordinate genommen, sondern die wirklich gelaufenen Blöcke. Ja, und ich bin halt sozusagen, ich bin halt, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt am Anfang direkt zu dieser Linie gelaufen bin oder so, aber anscheinend. Hä, das war doch übertrieben das nice Event, Mann, Junge. Wer denkt denn bei so einem Tournament, dass es am Ende um 5 oder 10 Blöcke geht? Junge, aber saugeil, ey, wirklich.